Wer unser Erfurt zur Adventszeit sieht, ist begeistert. Eine lebendige Stadt voller herrlicher Düfte und weihnachtlicher Eindrücke. Gefällt Ihnen der Weihnachtsmarkt? Mittendrin sind wir Erfurter auf den Beinen, genießen unsere Stadt und erledigen so manchen vorweihnachtlichen Gang mit Familie oder auch heimlich. Für mich ist es das 54. Weihnachtsfest in meiner Heimatstadt Erfurt. Mit meinem Mann und meinen beiden Kindern habe ich mich entschieden, mich nach dem Jahreswechsel einer neuen Herausforderung zu stellen. Ich werde antreten, um Oberbürgermeisterin dieser Stadt zu werden. Gerade in der Weihnachtszeit schmerzt es mich, dass unsere schöne Stadt noch immer zu wenig für ihre Bürger tut. Entwicklungsprojekte werden angestoßen, aber nur halbherzig vorangetrieben. Falsche Prioritäten sind gesetzt worden. Ich könnte da viel nennen. Kultur, Kinder, Wohnen, das Leben in unserer Stadt steht hinten an. Das möchte ich nicht hinnehmen. Nach dem Jahreswechsel werden Sie mich also noch mehr als sonst sehen und in der Stadt treffen. Ich möchte von so vielen Erfurtern wie möglich erfahren, was Stadtpolitik aus Ihrer Sicht besser macht. Was kann man verändern? Und ich möchte erklären, was unsere Stadt aus meiner Sicht anders, besser machen könnte. Begleiten Sie mich auf diesem Weg. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete und frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.